Herzlich willkommen bei meinem 18. Kurzvideo zu Windows Grundlagen Grundkompetenzen. Und da geht es um eine Sache, die ich täglich mehrmals mache, nämlich wie kann ich den Windows Explorer mit einer Tastenkombination öffnen. Da verwende ich wieder die Windows-Taste und drücke dann E und dann öffnet sich der Windows Explorer. Du siehst, hier ist dann hier dementsprechend mein Windows Explorer geöffnet worden. Hier könnte ich dann weiterarbeiten. Ja, danke für deine kurze Aufmerksamkeit. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video.